Was sind das für Geräusche? Was sind das für Geräusche? Was sollen wir tun? Aus dem Schloss entkommen. Aber wie? Wie soll ich denn aus dem Schloss entkommen, Junge? Ich weiß, dass er infiziert ist. Okay. Okay, okay. Diese Tür können wir öffnen. Oh Gott. Mach auf. Mach auf. Oh shit. Oh shit. Von der anderen Seite verschlossen. Leck mich fett. Die kommen hier nicht rein, oder? Okay, die kommen hier nicht rein. Karte. Nebengebäude. Super. Jetzt haben wir hier einfach einen Mr. X im Lady Dimitrescu-Format und wir spielen jetzt Schnitzeljagd. Und ich bin der Schnitzel. Das ist sehr schön. Super schön. Was ist das jetzt? Umkleidekabine oder was? Wo sind wir hier? Ich komm doch gleich hier wieder angerannt. Hör doch auf. Da läuft sie ja wirklich. Der Lippenstift der Herrin ist unauffindbar. Wer ihn findet, möge ihn in ihr Badezimmer zurückbringen. Er ist eine Spezialanfertigung und sehr wertvoll. Die Oberkammerherrin. Junge, was ist dein Beruf? Ich bin die Oberkammerherrin, Junge. Was? 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 Was geht denn jetzt hier ab? Ich dachte, das Schloss ist heilig, Junge. Was ist das denn? Untersuchen. Ein Tag nach der Behandlung. Die drei Mädchen bewegen sich nicht mehr. Sie wirken fast wie tot. Aus dem Mund der Ältesten kam ein Insekt geflogen, bei dem es sich um eine gemeine Fliege zu handeln scheint. Zwei Tage seit der Behandlung. Alle drei Körper sind von Fliegen bedeckt. Es scheint, dass sie das Fleisch der Mädchen verzehren. Als ich ein Fenster öffnete, fielen ein paar der Fliegen tot zu Boden. Die Kälte scheint sie erstarren zu lassen. Ich habe umgehend das Fenster geschlossen, um eine weitere Schwächung der Insekten zu vermeiden. Vier Tage seit der Behandlung. Alle drei Körper sind fast vollständig von den Insekten aufgezehrt. Es sind lediglich dunkle, sich windende Kreaturen übrig, die entfernt an... Was? Ach, übrig, die entfernt an menschliche Gestalten erinnern. Es ist jetzt kurz nach Mittag und die Insekten beginnen, ihre Farbe zu wechseln. Die im Gesicht werden blass, um die Lippen herum werden sie tiefrot. Sechs Tage seit der Behandlung. Die Masse aus Insekten hat sich in menschliche Körper zurückverwandelt. Alle drei Mädchen sind aufgewacht und haben mich wie Neugeborene angesehen. Ich spüre die Verbindung zwischen uns, wie Mutter und Töchter. Ich habe bereits Namen für sie. Bela, Daniela und Cassandra. Gemütlich. Sehr gemütlich. Okay. Okay, cool. Na komm her. Steh da nicht so und mach einen auf Jumpscare. Okay. Bleib bitte weg. Bleib bitte weg. Okay. Kugel! Das ist die für unten. Das ist die für unten bei Duke, Alter. Wir müssen zu Duke. Er ist der einzig Wahre. Er muss uns safen. Duke? Gibt jetzt eine Aufgabe? Du musst uns retten. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht womit, aber... Ist sie hier irgendwo? Junge. Wo kommen die überhaupt her? Warum kommen die auf einmal nach oben? Das ist mir nicht koscher hier, was hier gerade vorgeht. Aber ist egal. Das kennen wir ja nicht anders, ne? Okay, hier waren wir noch nicht, ne? Scheiß auf deine Vasen, das hast du jetzt davon. So. Zack. Ich glaube nicht, dass das Kind in diesem Schloss hier aufbewahrt wird. Ich bin mir nicht sicher.
Für ihn eine Zeremonie anscheinend. Lass mich raten, für dieses komische Emblem, was man immer sieht, da ist unser Kind vorbestimmt, oder? Da ist Rose vorbestimmt. Irgendwas muss für sie, also irgendwie muss sie geopfert werden oder sonst was. Okay, ich muss ganz kurz die Tür öffnen. Ich bin gleich wieder da, Chat. Jetzt lass mal gucken, ihr verwirrt mich schon wieder, Alter. Was ist los mit euch? Spinnt ihr oder was? Haben wir das schon gelesen? Was? Wissenschaftlicher Name. Unbekannt. Größe 5 bis 6 cm. Ähnliche Körperstruktur wie die vom Schmeißfliegen. Wobei sich am Kopf Unterschiede zeigen. Sie sind Fleischfresser und äußerst aggressiv in ihrem Fressverhalten. Auf Beutejagd versprühen sie Pheromone, um sich zu sammeln und die Gestalt eines Menschen zu imitieren. Sie können sich nicht selbst reproduzieren, sondern entstehen, wenn ein Kadu Eier in seinem Wirt legt. Sie reagieren empfindlich auf plötzliche Temperaturstürze. Fällt die Temperatur unter 10 Grad Celsius, reduziert sich ihr Stoffwechsel auf das absolute Mindestmaß und ihr Körper versteift sich, wie wir das vorhin schon gesehen haben. Man könnte dieses Phänomen vielleicht mit der Kryptobiose bei Bärtierchen oder Bolipedilum Wanderplanki vergleichen. Fragezeichen. Wollte ich auch gerade vorschlagen. Aber die machen das schon. Die forschen schon. Aber warum liegt das hier? Können wir spielen? Ach du Scheiße. Toll. Ich habe natürlich wiederum keine Ahnung. Okay. Und festgenommen. Ach du Scheiße, das war ein großer Schlüssel, Junge. Schmiedeiserner Schlüssel. Schmiedeiserner Schlüssel? Das war ein Stein. Was? Hallo? Wo komme ich hier lang? Ah. Junge, jetzt haben wir das ganze Schloss für uns, oder was? Also, was heißt für uns? Also, freigeschaltet, wo wir langlaufen können, oder wie, oder was? Das ist aber angenehm. Das ist ja wunderbar. Wir kommen hier nicht lang, Alter, ne? Mach keinen Scheiß. Okay, wir gehen da durch. Und jetzt? Gehen wir hier wieder nach draußen? Ich habe hier den Schlüssel geholt, aber ich weiß nicht mal, wofür der ist. Oh, oh mein Gott. La 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 la. Ach, hör doch auf. Das ist doch ein fucking Witz. Okay. Wir gehen zu Duke. Wir gehen zu Duke. Duke, 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 ich habe dich so lieb. Bitte, Duke, hallo. Oh. Ich bin froh, dich wohl aufzusehen. Ja, wie stehen die Dinge? Es ist alles super. Keine Spur von Rose. Ich war wohl keine große Hilfe. Also, bitte verzeih. Ich habe auch nichts erwartet. Nun, du wirst sie schon finden, sobald du dieses Schloss hinter dir lässt. Ich habe nichts erwartet. Ich habe Brauchst wirklich... du irgendwas für deine weitere Reise? Nö, ich brauche eigentlich gar nichts. Ich habe mein Geschäft erweitert. Komm, sieh dich um. Das sagt er jedes Mal und das ist irgendwie gar nicht der Fall. Willkommen, Ethan. Jetzt ist wieder alles ausverkauft. Oder was meint er jetzt mit erweitert hier? Was bitte ist jetzt hier erweitert? Beachte mich gar nicht. Nee, das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Aber gut. Schwere Zeiten, Ethan. Hä, hey, wieso? Hey, wir haben gerade richtig geile Sachen verkauft. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ein gutes Geschäft. Das muss ich schon sagen. So, Leute. Die Kugel. Blume und Schwerter.
Eine Metallkugel, die mit einer Blume und zwei Schwertern verziert ist. Murmeln, Ausrufzeichen, Playchat. Wir gehen rein. Hä? Lol, was? Alter. Jetzt ist hier die Attacke. Oh oh. Wie soll man das denn machen? First try, Leute. Oh. Roter Schädel, Alter. Wofür sind die da? Wofür brauchen wir die Sachen? Das ist ein Schatz? Das ist ein Schatz! Kristalline menschliche Überreste aus dem Kugellabyrinth im Schloss. Sehr wertvoll. Das heißt, wir können die verkaufen, ja? Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Was sagt dein Körper aber anders? Ich will... Nein! Du willst dich nur umsehen. Tu dir keinen Zwang. Jetzt warte doch mal kurz. 8000! Wie, jetzt Essensmurmeln und dann gibt's einen Schädel? Ja, heute ist... Die Küche hat leider zu. Es tut mir leid. Die Küche ist leider heute geschlossen. Sorry. 8000, Junge. Zack. Aha. Was soll das denn? Wer sich freut. Das war der Verkauf seines Lebens. Oder der Kauf seines Lebens. Gut. Wir könnten natürlich jetzt What wieder... What are you buying? Das hat ein alter Freund von mir immer gesagt. Mhm. Danke, Mann. Duke, ich werde dich dran erinnern. Okay. Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit. Nachladegeschwindigkeit ist, glaube ich, aber ist eigentlich schon, haben wir ja schon gemacht. Magazingröße wäre halt auch nicht schlecht. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Natürlich, so kein Problem. So, dann haben wir hier jetzt noch Feuerkraft, haben wir schon. Nachladegeschwindigkeit. 14.000. Immer beim Kaufen auf D. Beim Kaufen auf D. Was meinst du beim Kaufen? Feuerrate kann mir auch... Meint? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde es lieber nicht investieren. Also, ich brauche die nicht, glaube ich. Wirklich. Weil wir müssen sowieso auf die Munition gucken und... Ich bin mir nicht sicher. Also, ich würde es, glaube ich, lieber erstmal die anderen machen. Ja, schieß so schneller, aber ich will ja gar nicht so schnell schießen. Das ist ja nicht mein Ziel. Wir könnten auch die Inventarerweiterung halt kaufen, ne? Oder wir kaufen das hier und dann können wir Minen ballern. Sieh es als Investition, Ethan. Ich glaube, wir kaufen das hier. Scharfschützenmunition brauchen wir nicht, weil wir haben noch gar kein Scharfschützengewehr. Aber so viel Munition haben wir doch gar nicht, um die schnell zu erledigen, oder? Ich weiß es nicht. Wie sieht denn unser Inventar aus? Bis nächstes Mal. Guck mal, das geht halt auch, das ist halt auch nicht viel, ne? Und wer weiß, was wir jetzt noch bekommen. Ich weiß es nicht. Die Steinmaske aus dem Keller des Schlosses, sie strahlt eine tiefe Trauer aus. Müssen wir die da vorne an diese komischen Dinger dran ballern? Oh, die brauchen wir bestimmt, damit wir rauskommen, ne? Das ist unser Ziel. Das ist unser Ziel.
Die müssen wir bestimmt dran ballern. Ja. Ja, das sind die Dinger dafür. Du weißt, dass du die Muni drehen kannst. Wie meinst du? Meinst du im Inventar hier oder was? Ja, aber macht das einen großen Unterschied? Kann ich die wirklich drehen? Ui. Ui. Jetzt räumen wir auf. Hä? Hä? Sag mal. Sag mal, Kevin, was machst du da? Mhm. Hat sich das jetzt gelohnt? Ich bin mir nicht so sicher. Sag mal, Tetris. Ja, sollen wir nicht einfach die Inventarerweiterung? Ich kaufe jetzt die Inventarerweiterung. Aber gerne. Scheiß drauf. Kaufen wir die einfach. Batz. Danke für deine Treue. Ich bin von Animal Crossing schon genug ganz ehrlich, das brauche ich nicht hier nochmal. Das brauche ich nicht hier wieder, ey. Junge, manchmal habe ich das Gefühl, dass er einfach irgendwie so ein Klo unter seinem Stuhl hat, ne? Hat er einfach. Er hat einfach Klo. So. Duke, Alter, chill mal dein Leben. Speichern. Batz. Zack. Fertig. So, Leute, ich glaube, wir machen gleich eine Pause, oder? Ein kleines. Und hier können wir die Statue dran machen. Und sie schwebt nach unten. Alter, hat er gerade wieder. Hat er sich gerade so gefunden? Der öppelt gerade. Mhm. Die Frage ist, wo können wir denn hier noch hin, wo wir noch nicht waren? Ich meine, wir sollen ja aus dem Schloss raus entkommen, ne? Versuchst du meinen Appetit anzuregen? Alter, leck mich fett. Leck mich fett, Alter. Nein, Alter. Lass mich los, Junge. Was ist mit dir los? Ja. Mutter. Wie Mutter. Jetzt geht's dir petzen, oder was? Große Klappe und nichts dahinter, oder wie? Können wir hier schon rein? Oh. Okay, Duke, wir machen ein kleines Päuschen. Zack. Wir atmen mal ganz kurz eben durch. Oh, nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das war keine Absicht. Hast du auch nichts vergessen? Nein, ich habe nichts vergessen. Ich habe nichts vergessen. So, Chat. Oh Gott, aua. Oh, mein Bauch tut so weh, ne? Das ist unnormal. So, wir machen ein kleines Päuschen. Dann schauen wir. Jetzt habe ich nämlich wieder das Problem. Ich weiß nämlich wieder absolut nicht, was hier abging. Kannst du mir das sagen? Oh, okay. Ah, okay, warte mal. Bevor wir hier weitermachen. Wir müssen eben ein bisschen hier. Nee, das nicht. Sondern das hier und dann das hier. Dann müssen wir hier nämlich das machen. So, jetzt haben wir nicht ein Problem mit der Maus. Sieht aus, als wären wir im Schloss. Stimmt. Oh, ich weiß es wieder. Frau Dimitrescu hat leider uns nicht so ganz verstanden, dass wir die eigentlich sehr gerne haben. Und möchte uns deswegen jetzt aus dem Schloss raushaben. Vielleicht auch umbringen, vielleicht auch zerstückeln, vielleicht auch alles machen. Und das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir... Haben wir eine Schwester von ihr, eine Tochter von ihr gekillt? Ich glaube eine, ne? Vielleicht hat das ein bisschen was damit zu tun.
Aber nur ein bisschen, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir noch ein bisschen unschlüssig. Aber das Rätsel haben wir gelöst. Wir haben es verkauft, glaube ich. Ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen, Junge. Ich kenne mich gar nicht aus mehr. Wir könnten, genau, so konnten wir quasi Schmiedeeiserner Schlüssel. Kleiner Schlüssel, so wurde so abgenutzt, wie er ist, wurde er wohl häufig benutzt. Wofür ist dieser Schlüssel? Oh, das haben wir. Da können wir die Tür mit öffnen, natürlich. Also mit dem Schlüssel macht man das normalerweise, Kevin, aber gut zu wissen. Und das ist der Hauptschlüssel, glaube ich. Ja. Nice. Perfekt. Haben wir noch was, was wir kaufen können? Nö. Gut. Dann können wir ja voll und ganz reinstarten, oder? Ja, aber das Speisezimmer noch nicht ganz. Dietrich wäre halt schon ganz cool. Aber haben wir nicht. Wir können aber auch keinen Dietrich bei dem kaufen, ne? Scheiße. Unpraktisch, Duke! Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Ja, das kenne ich. Ich kenne das manchmal, wenn ich mich selbst im Spiegel anstarre, dann passiert sowas einfach komischerweise. Man kann nichts sagen. Wenn du willst, kann ich deine Waffen... Oh, du gehst schon? Ich hab einen. Oh, ich hab einen. Alter, Ellie Brain. Ich hab es. Ich hab den Werkzeugkoffer dabei. Ich hab ihn wirklich dabei. Hab ich? Ich weiß nicht, ob ich es wirklich hab. Ne, hab ich gar nicht. Sag mal, Ellie, bist du eigentlich besoffen? Sei mein Spielgefährte! Oh! Toll, Ellie! Toll, Ellie! Klasse, Ellie. Wunderbar. Ich fühle mich sehr wohl. Abgestanden? Ich finde dich lecker. Ich habe keinen Bock mehr. Schwestern, holt ihn euch! Nein. Mich holt hier kein... Oh mein Gott, ja moin. Hast du gewartet? Nee, ich wollte gerade weg. Ich wollte eigentlich gerade noch, ich muss noch zu McDonald's und ich würde gerne lieber die Haupttür nehmen, wenn's nichts rausmacht. Kommt sie jetzt hier angelaufen? Sie kommt hier einfach angelaufen. Sie läuft jetzt wirklich hier rum, ja? Kann ich sie irgendwie... Ich muss kurz... Zeit zu sterben! Kann sie hier reinkommen? Kann ich nicht einfach 24/7 mit Duke hier verbringen? Das wäre so toll, Mann. Ohne Scheiß, das wäre so viel schöner. Und im Veteran kann sie hier rein, ja? Nice. Okay, ich weiß nicht, wo sie langläuft. Was denn? Was mit der Musik? Okay, wir müssen... Die vier Engelsmasken finden. Wir haben eine. Junge. Wie soll ich denn das schaffen? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir die Engelsmasken herbekommen haben. Wir können hier ins Empfangszimmer. Da ist ein Zimmer noch rot. Das ist, glaube ich, bei dem Aufzug. Da können wir bisher noch nicht weiter. Komm, ich gehe mal gucken, was wir da finden müssen. Ich hoffe nur nicht, dass sie hier irgendwie... Oder könnt ihr mir sagen, wo die Engelsmasken sind? Ich bin auch ganz lieb, ich schwöre. Hallo. Ich... Ruhig. Oh, oh. Oh, oh, wenn sie hier reinkommt, ist vorbei. Oh, oh. Kann ich mich ducken? Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, hier, was hier gerade passiert. No, let me go! Chris, what the hell?
Ethan Winters. Welcome